Großeinsatz für die Feuerwehr im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo nördlich von Mexiko-Stadt. Dort war am Mittwoch eine Ölpipeline des staatlichen Unternehmens Pemex in Brand geraten. Nach Berichten von lokalen Medien brauchten die Einsatzkräfte 10 Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Rund 200 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen und sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Zur Brandursache und möglichen Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Im Januar waren in Hidalgo Dutzende Menschen gestorben, nachdem dort eine Pipeline explodiert war. Die Menschen hatten an einer illegal angezapften Treibstoffleitung Benzin in Behälter abgefüllt, als es zu einer Explosion kam und Feuer ausbrach.